und Jethro Tull. Neben mir ist Ian Anderson. Ian ist nicht nur der Bühnenderwisch der Gruppe, sondern auch der Kopf, der alles zusammenhält und konzipiert. Privat lebt er in einem über 500 Jahre alten Bauernhaus in der Nähe von London. Er liebt die Natur, er jagt sehr gerne, aber muss sich jetzt ein bisschen von der heimischen Idylle trennen, denn er geht auf Tournee. You will go on tour. Vom 18. März bis 2. April in den deutschen Hallen zu Gast. Ian, let's talk a little about the tour. What's about a support act? Will you have someone or not? No, we will be doing it all by ourselves, about 2 hours worth of music, so we can play most of it, you see. Thanks. Ich habe ihn gefragt, ob er eine Vorgruppe haben wird. Er sagt, nein, wir werden 2 Stunden ganz alleine auf der Bühne stehen. Das ist ein guter Ansatzpunkt, um die nächste Frage zu stellen. What's about the stage program, Ian? Will you play the older songs as well as the new ones? Or will you mainly present the songs from the latest LP, Stormwatch? Well, we'll be playing most of the songs from the new album and a cross-section of most of the old material that everybody loves to hear. Ah, yeah, great. Er hat mir gerade gesagt, dass er die neue LP vorstellen wird, Stormwatch, die ganzen Lieder daraus, aber auch die alten Hits werden nicht vergessen und die Fans können sich darauf freuen, das wird auch zu hören sein bei den Konzerten. The last question is, Ian, what's your opinion about special effects on stage? Do you think it's necessary for a good concert or not? Well, we like to use them if it helps the music and puts it in a more interesting context, but we only do it when we think it really works, otherwise it's superfluous. Okay.